Ja, Gesundheitskit brauche ich jetzt auf jeden. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Geld fürs Gesundheitskit ausgegeben habe. Okay. Ist vollkommen in Ordnung. Jetzt aufhören! Elisabeth, warte! Ja, da muss ich. Och nö. Ist nicht schon wieder so ein Typ. Ja, ist gut, krieg dich ein. Wenn ich puste, dann klär ich das. Oh oh, oh oh, oh oh. Hey, hey, hey. Oh oh. Ui. Hey, hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Das ist weit. Ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne sie komme ich niemals nach Paris. Ah, danke, geht doch. Jetzt haben wir auch unseren unendlichen Muschelvorrat wieder. Sie sind nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, jetzt erst mal die Puste auf. Ganz klar. Nichts wäre mir lieber. Nichts wäre mir lieber, als den ganzen Tag nur zu gammeln, aber das geht leider nicht. Okay. Ich glaube einfach nicht, dass. Was? Fitzroy oder so? Ach, egal. Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Oder wir nehmen den Weg mit der Puste. Pass auf, Elisabeth. Bitte. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Was ist da los? Okay, diese Puste bringt zwar sowas von gar nicht. Stirb. Stirb. Oh, stirb. Stirb. Oh, stirb. Danke dir. Das ist leider alles. Ich bombardiere die einfach von oben. Voll geil. Ich habe mich gehört, die neue Waffe bringt doch. Stirb! 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 Ja, 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 ja. Ich. Ups.
Kommissar, das war jetzt doch ein bisschen heftiger. Neue Puste, naja, die bringt's gegen normale Typen, aber nicht gegen diese Super-Hulk-Menschen. Mit Lockpicks kann Elisabeth verschlossene Türen öffnen. Okay, interesting. This is interesting, but I do not know where is verschlossene Tür. So, wahrscheinlich genau hier vor meiner Fräse. Elisabeth? Fertig. Ich hab, hier sollen wir zwar eigentlich gar nicht hin, aber ich guck mal. Ach so, sind wir wieder hier oder was? Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Nee, nimm's Voxaphon oder wie auch immer. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Okay. Ich sehe ja, da drüben ein Lockpick. Was für ein Ding? Was ist ein Lockpick? Ist Lockpick Aufzug oder was? Booker, da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, ich arbeite ja schon dran. Mehr als Arbeit kann ich jetzt nun auch nicht. Ich grüße euch. Mein Hallo. Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Elefant, Biene. Tiger... Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Okay, haben wir 10 Uhr gleich. Ich muss um 12 Uhr weg. Spätestens... F ans Telefon. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Okay. Tja, der Mann hat ein Ego. Wow. Allerdings. Also Mission werken an die goldene Statue pissen. Einige fragen mich, Fink,
wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind. Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. In anderen Worten, völlig überteuert. Mr. DeWitt, willkommen in Fink. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Oh, es wird ein Revolver gegeben. Nehmen wir mal mit. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Ja, lass mich durch. Danke. Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Hupsa, jetzt bin ich wohl aus Bioshock rausgeflogen. Jetzt seht ihr entweder meinen Desktop, Blackscreen oder das Pausenmenü. Also bis dann, euer The Growl, haut rein und tschüss.